Mann von der Elisabeth Schwarzkopf für die IMAI, ob ich den Fidelio singen könnte auf der Platte. Also mein Wunschtraum ging in Erfüllung und ich habe es gemacht. Und weil der Otto Klemperer damals also schon älter war und krank, also kränker, also nicht krank, aber doch auf der Krankenseite, haben wir jeden Tag nur 2 Stunden aufgenommen. Und dadurch war man immer wunderbar bei Stimme. Und es waren 14 Tage, die wir in England, in London waren und aufgenommen haben. Und wenn man nur 2 Stunden am Tag singt, ist das was Herrliches. Und deswegen ist nach so und so vielen Jahren, jetzt sind das ja fast 40 Jahre her, ja, und die Platte ist immer noch, entschuldige, wenn ich das sage, lieber Gott, es ist die beste Platte, die bis jetzt noch auf dem Markt ist oder war. Also von 60 Jahren her, also von 40 Jahren her. Ist doch immerhin toll, nicht? Sie wird immer noch zitiert, wenn neue Aufnahmen herauskommen. Oh ja, weil das ist wirklich eine tolle Platte. Und ich war in New York und es war 1971. Und da war ein Notfall in der Metropolitan. Das erste Mal musste eine Vorstellung geändert werden. Das erste Mal in der Geschichte der Metropolitan Oper. Und zwar, weil die Birgit Nilsson ist runtergefallen von einer Treppe. Und man konnte es war Elektra oder irgend sowas. Man konnte diese Vorstellung nicht geben und man musste eine andere Vorstellung geben, weil der Karl Böhm hatte dirigiert und wollte keinen anderen als nur Birgit Nilsson als Elektra haben. Und jetzt kam der Sir Rudolf Bing, der damals Direktor war, auf die Idee, eine ganz andere Vorstellung zu machen, Fidelio mit mir. Oh. Am Abend vorher, es war vielleicht 6 Uhr abends, ruft man an, ja, können Sie morgen Fidelio singen? Und da ich gerade frisch verliebt war, das war das Jahr, wo ich meinen jetzigen Mann kennenlernte, war ich gerade frisch verliebt. Und meine Hormone waren in Hochstimmung und ich machte nur mal so, ob ich gut bei Stimme bin, sage ich, okay, ich singe morgen Fidelio. Dann kamen sie an, haben mir erklärt, wie die Bühne ist und Kostüm anprobiert. Und das war das allerletzte Mal, dass ich gesungen habe. Und das ging wunderbar. Aber ich habe gesagt, ich habe es nochmal gemacht. Es ist jetzt aus und vorbei. Es war schön. So. Sie haben mal geschildert, wie Sie die Leonore auf dieses hohe Haar hin angelegt haben. Wie Sie wie ein Seemann, der sein Schiff steuert, daraufhin die Stimme. Also, Sie hatten doch noch anderes auf der Bühne zu tun. Wie behalten Sie diese mehreren Ebenen im Kopf? Naja, es ist so, die schwierigste Sache ist natürlich die Arie. Und jeder Kritiker schreibt dann, im zweiten Akt ist man dann viel gelöster. Die wissen vielleicht nicht, dass die Arie im ersten Akt, vor der hat man Angst und bis dahin zittert man und dann so. Aber nein. Ja, das kann ich gar nicht so erklären, nicht wahr? Ich sage nur immer auch zu meinen jungen Sängern, wenn sie kommen und also sie als Geiger wissen, dass man hat den String, das ist die Saite, und da drauf geigt man. Diese Saite ist ja bei uns der Atem. Und wenn man das nicht gelernt hat und man weiß nicht zu atmen, dann ist das Ganze nichts. Und das ist natürlich das, was man bis zum Ende der Arie besonders beachtet, dass man immer schön stützt und auf dieser Atemsäule singt, ja. Jetzt haben wir nur etwas übersprungen. Ich darf noch einmal zurückgehen, als Sie die Stufenleiter brav hinaufstiegen über Darmstadt und Hannover. Ja. Da gab es einen Knall und es passierte etwas, wovon jeder junge Künstler träumt. Ja. Also ich hatte einen Agenten damals, der hieß Ballhausen und der hatte wunderbares gelbes Papier. Und dieser Herr Ballhausen war ein ehemaliger Sänger auch und der verstand was von Stimmen. Und wenn der gesagt hat einem Direktor oder einem Dirigenten, da ist eine gute Sängerin, dann konnten die vorsingen oder der vorsingen. Das waren früher also die wunderbaren Agenten. Und dieser Herr Ballhausen hat also dem Böhm gesagt, da gibt es eine junge Sängerin, weil sie suchten eine junge Elisabeth Höngen. Nachher suchte man eine junge Christa Ludwig. Natürlich. So ist das, ja. Da kam dann die Agnes Balzer. Das war die junge Christa Ludwig, ja. Und ich soll also nach Frankfurt kommen und soll den Böhm treffen im Hotel, wo er gerade ist, Mittag ist und so weiter. Also ich ging hin, ich sah den Professor Karl Böhm am Tisch sitzen, essen. Ich habe gesagt, lieber Herr Professor, ich will nicht vorsingen. Ich will auch nicht nach Wien. Ich fühle mich zu jung, ich fühle mich noch nicht reif. Daraufhin sagte er, mein liebes Kind, lass das mal meine Sorge sein.
Wann bist du denn geboren, mein liebes Kind? Da sage ich, am 16. März 1928. Ja, wie mein Sohn Karl-Heinz. Genau derselbe Tag. Die Rollen, die Sie anfangs sangen, Cherubin, Octavian, auch den Komponisten in der Ariadne, das ist das, was die Sänger ja salopp Hosenrollen nennen. Ja, da musste ich immer, ach du lieber Gott, das war schrecklich. Ich durfte nie was essen, ich esse es auch so gerne, ja. Und ich musste immer schlank bleiben. Oh, ja, ja. Also ich habe neulich einen wirklich wunderbaren Cherubin gehört, ich sage nicht wo, aber wo so unverkennbar die weiblichen Rundungen nicht zu bändigen waren, ist das nicht ein Problem? Das ist ein Problem, nämlich, also da kriegt man nämlich, da kriegt man so ein Gummiding dann an, nicht, weil damit alles, die ganzen weiblichen Attribute weg sind. In Wien heißt das sehr liebenswürdig, ein Brustleiberl. Aber in Berlin hieß es dann, die Busenquetsche. Ja, furchtbar. Und da muss man damit auch noch atmen und singen und das ist alles so eingeengt. Ach nein, also. Und sich bewegen und spielen. Ja, 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 das ist nicht so schlimm, aber ich meine, zu singen. Haben Sie nicht mal einen Amerikaner furchtbar verwirrt mit dem Cherubin? Ach ja, das da, da saß mein erster Mann, der Walter Berry, der saß im Zuschauerraum bei Figaros Hochzeit und ich sang den Cherubin, das war in Salzburg. Und da war so ein GI-Soldat neben ihm. Und der sagt plötzlich zu ihm, I can't help me, this Cherubin looks like a girl. Ja. Cherubin. Ja, der Cherubin, das ist natürlich wunderbar. Diese erotische Doppelbödigkeit ist natürlich beabsichtigt. Hat Ihnen sowas Spaß gemacht? Ich muss sagen, ich habe daran nicht gedacht. Ich habe das zum ersten Mal dann bewusst, ich habe nur gesungen, also ich habe das nicht, ich habe da gar nicht dran gedacht. Ich habe das nur zum ersten Mal bewusst erlebt, quasi, wie man einmal in Wien eine Lesung gemacht hat von Rosenkavalier. Und der Helmut Qualtinger war der Ochs von Lerchenau und jetzt weiß ich nicht, noch ein anderer, ein sehr schön aussehender junger Mann, also Schauspieler, war Octavian. Und das ging nicht. Es passte nicht. Ach, da ist mir das erste Mal zum Bewusstsein gekommen, dass das eine Frau sein muss. Sonst ist diese Doppelbödigkeit nicht vorhanden. Stichwort Amerika, denn wenige Jahre später begann dann Ihre USA-Karriere. Erst haben Sie, glaube ich, auch mit Fritz Reiner, Lied von der Erde. Das war das erste Mal, das war 1958, glaube ich, oder 57, da habe ich mit Fritz Reiner gesungen. Der war ja ein ziemlich, er war gar nicht ein netter Mensch, nein, aber ein herrlicher Dirigent, ja. Den wirklich endgültigen großen Durchbruch an der Met hatten Sie ja mit einer Sopranrolle, ja, der Färberin. Das war die Frau ohne Schatten mit der Färberin, ja. Das war eine ganz sonderbare Sache. Also, ich musste anfangen. Karajan wollte in Salzburg Frau ohne Schatten machen und fragt mich, ob ich die Amme singen könnte. Ich gucke mir die Amme an, meine Mutter sang früher mal die Amme. Und da dachte ich mir, das kann ich unmöglich singen, die ist viel zu dramatisch, die ist sehr tief, die ist sehr hoch, das überhaupt nicht. Ich ging zum Karl Böhm hin und habe gesagt, also der Karajan will Frau ohne Schatten machen, ich soll die Amme singen. Sagt er, ja um Gottes Willen, das kommt gar nicht in Frage. Und die Amme, da kannst du ja die Kaiserin eher singen, aber doch nicht die Amme. Und außerdem, ich mache Frau ohne Schatten. Somit wurde die, diplomatisch wurde das geregelt und es wurde die Frau ohne Schatten überhaupt nicht in Salzburg gemacht. Und Karajan machte die Frau ohne Schatten dann in Wien. Und dann ging das sehr gut und nachher hat ja Karl Böhm immer dirigiert und das an der Metropolitan war das natürlich die Sternstunde für alle von uns. Es war wunderbar, war wirklich toll, ja. Sie haben aber angedeutet, dass es nicht nur gewisse stimmliche Probleme gab, mit der Rolle, sondern menschliche mit ihrem Partner Barak. Ja, also das war natürlich, wie wir geschieden waren und wie ich meinen zweiten Mann, den ich jetzt schon, wir sind schon 30 Jahre jetzt verheiratet, wie ich ihn kennenlernte in New York. Und da kam eine sehr schwierige Zeit für meinen ersten Mann, für mich und auch für meinen jetzigen Mann, weil das ging dann also gar nicht gut. Wir waren schon lange geschieden, wie er merkte, dass ich also verliebt war, das ging also gar nicht gut. Und dann ist ja diese Färbersfrau, will ja von ihrem Ehemann Färber nichts wissen. Sie will lieber einen schönen Jüngling haben und Schmuck haben und verkauft ja deswegen ihren Schatten. Und dann sieht sie am Schluss, dass dieser Färbersmann ja doch der richtige Mann ist und quasi bittet um Verzeihung. Und diese Sache, das wäre einfach nicht gegangen. Also wir waren schon zu weit auseinander oder nicht weit genug auseinander, dass ich diese Rolle hätte mit ihm singen können. Neutral daraus, ja. Und da habe ich dann alle Vorstellungen abgesagt, ja.
Ein Wort zu dem Thema Sängerehe, denn das war ja wohl auch das Problem mit Walter Berry. Was ist daran so schwierig? Die Distanzen? Wenn beide ungefähr auf der gleichen Stufe sind, und das ist schwer, weil dem einen gefällt die Frau besser, dem anderen gefällt der Mann besser. Dann kriegt man zum Beispiel mehr Gage oder weniger Gage. Nicht wahr? Da fängt diese Sachen an, die schon dumm sind, ganz dumm. Ja. Dann fängt es an, wer singt sich wann zu Hause ein? Nicht wahr? Wir können uns ja nicht beide zusammen einsingen. Ja. Dann hatten wir auch zum Schluss zwei Häuser nebeneinander, also ein kleineres Haus, ein größeres Haus, da ein Flügel, hier ein Flügel. Alles dieses, das sind ganz, der eine will eine Stunde früher in der Garderobe sein, der andere will zwei Stunden früher in der Garderobe sein, der eine will hinterher abends ausgehen, der andere will nicht ausgehen. Das sind Dinge, die schwer sind. Das sind die kleinen Dinge, die schwer sind. Und wenn dann noch ein Kind dazu kommt, wie in Ihrem Fall? Ja, das hat nicht gestört. Also mein süßer kleiner Wolfi, der inzwischen kein süßer kleiner Wolfi mehr ist, sondern schon ein großer Lulatsch, der ist schon 42, oh Gott, ja. Nein, da war Gott sei Dank, meine eingebaute Mutter war ja da, nicht? Die eingebaute Schwiegermutter war weniger schön, aber die eingebaute Mutter war wunderbar. Und dennoch haben Sie in Ihrer Autobiografie sich selbst ein sehr strenges Urteil ausgestellt, wenn ich das mal zitieren darf, als Ehefrau unmöglich, als Mutter die Entwicklung des Kindes nicht richtig erlebt. Ja, das ist wahr. Ich meine, ich werde nie vergessen, da kamen wir nach Hause nach einem halben Jahr Amerika oder was, und mein kleiner Wolfi stand im Bett, der war vielleicht anderthalb Jahre alt, und hinter seinem, an der Wand hing ein Foto von Papa und Mama, nicht wahr? Und wir fragen so, wie man ein kleines Kind halt fragt, also wo ist denn der Papa und wo ist denn die Mama und so. Da dreht er sich um und schaut zur Wand und schaut die Bilder an und zeigt auf die Bilder, da ist Papa, da ist Mama. Das war, ich muss sagen, da bricht einem das Herz, das ist nun mal so, Wenn Sie die berühmte Uhr zurückdrehen könnten, würden Sie sich anders entscheiden, Beruf oder Familie? Das ist sehr schwer zu sagen. Also es gab eine Zeit lang, wo ich sogar meine Mutter verantwortlich gemacht habe, dass ich an meiner Jugend vorbeigegangen bin. Das heißt nicht an der Jugend, an der Kindheit nicht, aber nachher zum Beispiel eben dieses Alter mit 18, 19 Jahren. Also meine Klassenkameradinnen, die studiert haben, die kamen dann zu mir und sagten, also Christa, heute Abend ist ein Ball und das ist das und so. Ich konnte nicht, ich hatte Proben, ich hatte zu singen. Also diese ganze Zeit der netten Jugend, wo man also so seine ersten Flirts hat und sowas, das ging alles bei mir vorbei. Also da habe ich nur, ich hatte ja immer den Beruf, nicht? Ja. Und dann natürlich, weil meine Mutter nicht die Karriere gemacht hat, die sie hätte machen können, weil mein Vater ein ziemlicher Macho-Despot war und sagte, erst komme ich, dann kommt dein Kind und dann kommt eine ganze Weile gar nichts und dann kommt deine Singerei. Also deswegen sagte sie zu mir, Christa, du hast das Talent, du hast das Talent, du hast die Stimme, du hast die Musikalität, du musst. Sie haben eine solche Fülle an Aufnahmen gemacht, die natürlich dadurch auch entstanden sind, dass Sie diesen Beruf so intensiv betrieben haben und schonungslos, dass Vergleiche sich da anbieten. Ich habe interessante Dinge gegenübergestellt, zum Beispiel das Lied von der Erde, Mahler. 64 mit Klemperer, 75 mit Karajan. Das sind solche gewaltigen Unterschiede, wie Sie das singen, dass man Klemperer und Karajan nicht vergleichen kann, ist klar. Auch die Orchester nicht. Nein, dazwischen kommt noch der Bernstein und dann gibt es noch eine Aufnahme mit dem jungen Kleiber. Dann habe ich noch ein Band, aber das ist keine echte Aufnahme mit dem Rainer. Rainer, ja. Václav Neumann auch noch in den späten Jahren. So oft, wen habe ich denn noch? Ich hab eine ganze Masse. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Aufnahmen von Lied von der Erde, ja. Die Strenge vom Klemperer und dieses Archaische, Unverbindliche, Schicksalhafte, wenn man so will, das haben Sie auch alles drin in Ihrer Darstellung. Und beim Karajan, wo das Orchester viel schöner klingt, alles viel runder, viel opulenter, prachtvoller, weicher, da singen Sie Bel Canto. Herrlich, aber ganz anders und vielleicht nicht mehr ganz das, möglicherweise, also was vielleicht doch beim Maler gemeint war und was Klemperer noch wusste, will ich es mal sagen. Was Sie da sagen, ist nämlich ganz interessant, weil die Klemperer-Aufnahme sang ich total unbewusst. Das wusste ich dann hinterher. Ich sang es
weil mir es gefallen hat, weil ich den Text schön fand und weil ich die Musik schön fand, und habe es total unbewusst gesungen. Und bewusst gesungen habe ich es erst später, dass ich wusste, was es meint, besonders der Abschied, also die anderen, ja, von denen rede ich nicht, was es meint, also was dahinter liegt. Und das natürlich kam durch Bernstein, ja. Diese ganze Tiefe des Gedankens und das alles. Der Klemperer war so natürlich. Erstens konnte er nicht. Er war ja doch gelähmt, halbseitig gelähmt. Und er rauchte immer Pfeife. Er rauchte unentwegt Pfeife. Also seit dieser Zeit konnte ich auch singen im Rauch und mit allem. Ja, ja. Wenn heute manchmal Sänger kommen, sagen, bitte nicht rauchen, ja. Oder, ja. Also der hat immer geraucht, immer seine Pfeife. Und er hat einfach dirigiert. Er hat weder eine Bewegung gemacht, dass man sagt, wie Karajan, also dieses oder so, nicht wahr? Ja. Oder wie Bernstein, der hüpft oder irgendwas. Nein, der hat nur da gestanden und hat den Takt geschlagen und sonst nichts. Und alles andere war vielleicht auf den Proben, was er wollte, ja? Aber er hatte eine, ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat, der hatte eine solche Ausstrahlung, dass eben alles richtig war. Es war auch das Tempo richtig. Das ist auch bei Fidelio. Das Tempo ist richtig. Ja. Das ist für die Sänger, sage ich jetzt. Ja. Also, nicht so langsam, verstehe. Nicht so schnell, genau richtig. Er konnte mit den Sängern mitatmen, er wusste das. Es war eigentlich ganz einfach. Und dieselbe Frage zum Karajan, gerade mit diesem Werk, mit dem Lied von der Erde, erinnern Sie sich da an die Arbeit mit ihm? Ich meine, hat er gesagt, ich möchte es mir so, hat er sie ihre eigene Interpretation abgewandelt? Wissen Sie, ich hatte das Glück mit dem Karajan, dass wir auf derselben Wellenlänge waren. Also wir haben Aufnahmen gemacht, wo überhaupt keine Probe war. Ich erinnere mich auch noch an die Waltraute zum Beispiel, die ich nie vorher überhaupt mit ihm gesungen hatte. Nie, nie, nie. Und er guckt mich an, ich gucke ihn an und wir musizieren zusammen und es war immer dieselbe Wellenlänge. Ja? Also das war wunderbar. Und das war auch genau wie mit dem Lied von der Erde. Also ich sagte nur, wo ich einen langen Atem brauche, hier brauche ich es ein bisschen schneller und hier brauche ich es ein bisschen langsamer. Also wie man sich so abredet, aber also verabredet mit einem Dirigenten. Ich hatte auch wunderbare Regisseure immer. Und eigentlich das Einzige, dass ich mich einmal so geärgert habe über einen Regisseur, das war der wunderbare Klaus Grüber, der aber von Oper nicht viel Ahnung hatte, glaube ich. Der machte Walküre in Paris. Sehe ich Sie über Sandsäcke stolpern. Genau, die Bühne war voll mit Sandsäcken und ich hatte in meinem wunderbaren Kostüm als Fricker vier Steinböcke, nicht? Nein, nicht Steinböcke, Schafsböcke. So Widder oder Widder, sowas? Ja, also Widder, die Hörner, ja, genau, sehe ich noch. Ja. Ausgestopft. Das sah wunderbar aus. Ich war nur, weil die Brünnhilde sagt, da kommt die Fricker in ihrem Widdergespann. Also musste ich diese Widder, man hatte die an der Hand, in meinem großen, wunderbaren Mantel. Es war ein ungeheures Kostüm. Aber diese Widder, die gingen auf Kufen, wie Rodelschlitten. Und jetzt stieß ich doch immer an die Sandsäcke da an. Also musste ich diese Kufen immer hochnehmen, so. Und wie ich aufgetreten bin, ich habe noch nicht einen Ton gesungen, da fing das ganze Publikum an zu lachen. Also da war ich doch sehr beleidigt, muss ich sagen, ja. Sie spielen gern, aber wie spielt man eine bestimmte vorgeschriebene Rolle? Wie steigen Sie da ein? Ja, also ich habe es vielleicht ganz unvorschriftsmäßig gemacht. Ich habe mir immer gedacht, ich bin die Rolle. Also die Rolle muss ja mir passen. Ja. Also das schlimmste Beispiel, sagen wir mal, ist Carmen. Ich bin ein Antityp einer Carmen. So wie ich ausschaue, so wie ich gehe, so wie ich stehe. Nur die Stimmlage stimmt genau. Ja, die Stimmlage stimmt und der Ausdruck kann stimmen. Aber als Typ bin ich zu groß. Also ich bin keine Carmen. So. Und habe die Carmen 100-mal gesungen, aber wahnsinnig oft gesungen. Aber die ersten gingen total daneben. Weil man wollte mich machen als eine Carmen, so Neckermann macht's möglich, nicht? Mit Kamm im Haar und roter Rose und so. Total. Ja, so, ja. Ging gar nicht, also ging überhaupt nicht, war falsch am Platze. Und dann habe ich die Carmen eigentlich gelernt mit dem Otto Schenk, weil da habe ich vorher, da wurde ich also ein bisschen klüger nach den Misserfolgen mit meiner Carmen. Und da bin ich erst hingegangen, habe gesagt, lieber Otti, wie stellst du dir bitte die Carmen vor? Und da sagte er zu mir, weißt du, wie die Frau von nebenan. Nur eine Frau, die die Freiheit liebt und die unabhängig ist und die ihrem Triebe folgt und sonst nichts. Und da sage ich, bitte nicht in einem spanischen Kostüm, nicht wahr? So. Ja.
Und da sagt er, nein, nein, also, und da, wie wir von diesem Klischee Carmen weggekommen sind, konnte ich eine Carmen singen. Also ich muss immer denken, dass ich die Partien, die ich singe, auf mich zurechtschustern konnte. Nach meinem 40. Lebensjahr, ja, fing ich an zu begreifen, was man meint mit einem Ton, mit einem Text, mit einer Silbe, was man damit meint. Bis dahin singt man. Man singt schön, man singt Piano, man singt Forte, man singt Legato, man singt Phrasen. Aber was wirklich dahinter steckt, besonders natürlich, muss ich sagen, fürs Lied. Ja, ja, natürlich, ja. Also weniger für die Oper, also das, da schreibt man halt was raus, ja. Nein, aber fürs Lied natürlich. Und das versteht man erst später, dass man die Worte malen kann. Die Elisabeth Schwarzkopf hat einmal gesagt, ich male Musik oder ich male Töne und da ist was Wahres dran oder ich singe Farben. Und dann hat meine Mutter mir immer gesagt, weißt du, wenn du von einem Regen singst, muss der Regen nach Regen klingen und die Sonne muss nach Sonne klingen. Also ein Publikum, das nicht genau die Worte versteht, muss ja wissen, was ich sage. Ja. Und dass eine traurige Sache eine Träne in der Stimme haben muss, also etwas, was einen Menschen traurig stimmt. Also man kann es nicht so erklären. Das alles erfühlt man erst etwas später. Also ich bin auch nicht vorher zu Hause Carmen oder Fidelio oder so, überhaupt nicht, nein, nein, nein. Das kommt mit der Musik, wenn man das Kleid anzieht, das andere, dann verwechselt, also dann ändert man sich. Sehen Sie, das ist ja unser großes Glück. Wir brauchen keinen Psychiater. Wir können einmal eine Hexe sein, wir können einmal eine Königin sein, wir können einmal sogar ein Mann spielen oder was immer. Wir können uns ausleben in den verschiedenen Rollen, durch die Kostüme, durch die Perücke. Und wir sagen immer, das bin ja nicht ich, das ist ja nur ein anderer. Also das ist ganz praktisch, wissen Sie, man kann irgendwas auf der Bühne tun und man hat sich nicht damit identifiziert und sagt, nein, nein, das bin ich, das ist ja die Carmen oder das ist ja der Fidelio. Ja. Was anders ist es beim Liederabend oder beim Konzert. Da muss man wahrhaftig sein und man muss sich selbst sein. Und das ist viel schwieriger, als wenn man sich anmalt und eine andere Figur darstellt. Ne? Sie haben natürlich viele große Regisseure kennengelernt, darunter eine viel zu früh verstorbene Legende, Wieland Wagner. Ja, also mit dem habe ich mich ja fürchterlich geschlagen. Wir haben eine Szene gestellt von Amneris und Radames, ja, Aida. Und wir waren im Ballettsaal und er hat nur in den Spiegel geschaut, wie es ausschaut, ob ich so hängen soll oder so hängen soll am Radames oder ob ich dieses mache oder jenes mache. Er guckte immer in den Spiegel, wie sieht das denn aus? Und ich bin bis dahin also Regisseure gewöhnt gewesen, wie der Günther Rennert zum Beispiel, wo ein kleiner Finger eine Notwendigkeit hatte oder ein Schritt. Und bei ihm war alles sehr plakativ. Aber was nachher rauskam, war eben toll. Sie haben in ganz frühen Zeit, damals in Darmstadt, einen neuen Regiestil kennengelernt. Ja. In Harro Dix. In Harro Dix. Und das war gekoppelt mit dem Gustav Sellner. Sellner war ja ein berühmter Schauspielregisseur und nachher auch der Direktor von der Deutschen Oper von Berlin. Und dieser Harro Dix war einer, der leider nicht die große Karriere machte, weil er war ein absolut, er stilisierte alles. Und er wollte nicht, dass man spielt in der veristischen Art auf der Bühne. Und dann kam ich nach Wien und ich kam mit weißer Perücke und süßlich und alles nur auf Mozärtlich. Und da habe ich mir gedacht, nein, das ist es doch nicht, das ist doch nicht die Figur vom Cherubin. Der Cherubin ist doch ein junger, pubertärer Mann, der nicht weiß, wo er hin soll. Das ist doch die ersten Regungen von Liebe oder was. Und das kam ja da gar nicht raus. Aber in Wien will man das andere nicht sehen. Das ist und dann dachte ich mir zuerst, na, wenn das hier so weitergeht, dann gehe ich wieder weg von Wien. Aber dann waren da die Philharmoniker und die guten Dirigenten und die wunderbaren Kollegen und Kolleginnen. Also dann bleibt man schon da. Ne? Ein Regisseur, der eigentlich keiner war, der von Ihnen als Dirigent so hochgeschätzte Karajan. Mhm. War kein so schlechter Regisseur, muss ich dazu sagen. Auch wenn man über ihn gelacht hat und es nicht für richtig genommen hat. Ich werde nur eine Sache nie vergessen. Eine kleine Sache nur. Also mein erster Mann, Walter Berry, sang den Pizarro und war ja eher ein kleinerer Mann. Und der den Rocco sang, das war ein sehr großer Bassist.
Und da auf den Proben hat natürlich, wenn der Pizarro den Rocco ansingt, hat er immer aufgeschaut und hat ihn angesungen. Und der Carajano, der selbst kein großer Mann war, sagte, nein, sie gucken ihn gar nicht an, sie gucken irgendwo da so runter und sie gehen hin und her und er muss ihnen folgen und muss zuhören, was sie sagen. Nicht, dass der kleinere Mann, der viel mehr Macht hat, hinaufblickt. Also so kleine Sachen, das hat er schon gemacht, das hat er schon gewusst. Ich meine, dass er die Musik in den Vordergrund stellte und dass er sagte, zum Beispiel, wenn einer zuhört, der ist uninteressant, der kann im Dunkeln stehen. Das sind natürlich also eigentliche Fehler. Ja. Also zum Beispiel Falstaff, ja. Falstaff hatten wir vorher schon aufgenommen auf Platte. Also wir konnten das Stück. Dann kamen die Proben in Salzburg und wir kommen auf die allererste Probe und das ganze Bühnenbild steht. Und wir konnten unsere Kostüme anziehen, es war alles fix und fertig. Und jetzt, ich habe immer gesagt, wie früher die Kaiser Schach gespielt haben mit lebendigen Menschen, ja, so hat er mit uns quasi gespielt. Das war für ihn vielleicht eine Art Schachspiel. Er saß nun unten und wir hatten schon unsere Kostüme an und er ließ dazu die Platte spielen, die wir schon gemacht hatten, ja. Und wir brauchten nur noch den Mund auf und zuzumachen und dann sagte er, also wir sollen hingehen und hergehen und rechts und links. Wir mussten überhaupt nicht dabei singen, gar nicht. Und er hat uns hin und her geschickt, wie ein großer Herrscher seine Schachpuppen. Ja, und dann kam eines Tages der künstlerische Direktor der Comédie Française nach New York, um die Oper Werther von Massenet zu inszenieren. Erinnern Sie sich vielleicht? Ja, aber ich muss dazu sagen, mein Mann war nicht der künstlerische Direktor, sondern er war einer der Schauspieler und beim Board der, also im Board der Direktoren, das ist nicht im Board der Direktoren, sondern das ist ein, die sind ja selbstständig, die Comédie Française ist ja eine Aktiengesellschaft so quasi. Und ja, und ich sollte die Charlotte im Werther singen. Sie waren nicht besonders gut vorbereitet? Überhaupt nicht. Erstens war ich, also die Scheidung war immer noch schrecklich vorher, war immer noch, das hing mir immer noch nach. Ich war glücklich und ich war unglücklich. Also ich meine, das sind so Scheidungen sind ja nicht so, man sieht ja nicht ein Kleid aus. Ne? Und ich hatte Grippe und ich hatte keine Lust, diese Partie zu lernen. Ich konnte nicht Französisch sprechen. Alles war furchtbar. Und ich komme auf die erste Probe mit einem Klavierauszug und ich spreche ein unmögliches Französisch. Und singen konnte ich ja die Partie, weil ich kann ziemlich gut so ablesen, nicht wahr? Und der Regisseur war also der Herr Paul-Émile Debert, den ich ja überhaupt nicht kannte. Und ich dachte mir, ach du lieber Gott, was ja, so. Und der Corelli war da. Und der Corelli sprach ein schreckliches Französisch. Ja, furchtbar. Aber er war wunderschön anzusehen. Ach, das war ein herrlicher Werther. Er war so schön, mein Gott, ja. Und dann kam dieser Regisseur und machte immer vor, wie er mich in die Arme nehmen muss. Und dann hatte der Corelli, wurde dann eifersüchtig. Das war sehr süß. Naja, ich muss ja überhaupt nicht mehr spielen. Spielen Sie doch und so. Also es war sehr lustig. Und dann eines Tages, da guckte ich meinem Regisseur einmal so ganz tief in die Augen, so wie Isolde den Tantris, ja. Ich sah ihm in die Augen, ja. Und da dachte ich mir, auf Berlinerisch gesagt, det is er. Und ich war so verliebt in ihn, also und ich war immerhin schon 43 Jahre, man soll es nicht für möglich halten. Also da kommt dann plötzlich irgend so ein Mensch daher, dem gucke ich in die Augen, ich bin in ihn verliebt und ich liebe den heiß und innig und denke mir, das ist der Mensch, mit dem ich zusammenleben möchte. Also das ist doch selten, das hat man, wenn man 20 ist, aber nicht in einem doch reiferen Alter. Naja, und dann kam er zu mir nach Hause, ich hatte eine Wohnung in New York und dann kam er zu mir nach Hause und brachte mir Französisch bei und so heirateten wir dann, ja. Und das jetzt schon seit 30 Jahren, ja. Wunderbar, ist auch schon wieder ein Opernstoff, nicht? Dieses, ja, das ist eigentlich nicht schlecht, ja. Und das war also eine schreckliche Sache damals eigentlich, der Corelli, die Premiere kommt. Und ich höre immer, während ich mich schminke, höre ich immer nebenan, Corelli singt und singt und singt die Arien und singt und singt. Und plötzlich kommt also mein jetziger Mann herein in meine Garderobe und sagt, Christa, er will nicht singen heute Abend, bei der Premiere. Ich sag, was? Ich kann mir vorstellen, er hat schon die ganze Partie in der Garderobe gesungen, um Gottes Willen. Er ist total geschminkt, fertig angezogen, ich singe nicht. Da hatten wir dann einen kleinen Understudy, so ein kleiner Tenor, der ging mir gerade bis daher, der das konnte.
leicht gesungen hat, diese Sache. Ich suchte nur flache Schuhe, ich lief überall rum und sage, ich brauche Ballerinenschuhe, weil er so klein war. Und dann hing ich, immer an ihm irgendwie so schräg oder so, damit er größer war wie ich. Oder setzte mich sofort irgendwo hin. Es war ziemlich furchtbar. Ich muss sagen, der sang zwar sehr hübsch, aber so. Das waren nur die Nerven, weil der Corelli sang ab der zweiten Vorstellung alle Vorstellungen. Die reinen Nerven. Die Kollegen. Ein Kapitel Ihres wunderbaren Buches ist überschrieben, die lieben Kollegen. Da liegt eigentlich schon alles drin. Nein, ich hatte eigentlich auch Glück mit meinen Kollegen, weil ich hatte das Glück oder das Unglück. Ich habe gerade heute Morgen mit meinem Mann darüber gesprochen. Weil mein Mann spricht zum Beispiel, ach, das war ein lieber Kamerad von über 40 Jahren an der Comédie Française. Das habe ich nie gehabt. Ich hatte nur an den kleineren Bühnen wie Darmstadt oder Frankfurt oder Hannover, da hatte man das Ensemble und man ist zusammen ins Kino gegangen, man hat zusammen gegessen oder man war also fast, will ich sagen, befreundet. Fast befreundet, nicht richtig befreundet, aber fast befreundet. Dann kam ich nach Wien und da hörte das ja total auf. Man sieht sich am Abend, man sieht sich auf den Proben 3 Wochen oder 4 Wochen oder 6 Wochen, wenn es hochkommt. Man gefällt sich gegenseitig. Man sagt, ach, die ist aber nett oder der ist aber nett. Und dann ist es wieder aus. Ich muss sagen, die amerikanischen Kollegen sind bei weitem netter wie die europäischen Kollegen, hatte ich die Empfindung. Also zum Beispiel, ich weiß noch, ich habe mal an einem 16. März, in meinem Tag vom Geburtstag, da war eine Haupt- oder Generalprobe oder irgend sowas von Walküre und die Jessie Norman sang die Sieglinde und ich war die Fricka. Und dann hat sie in der Pause von der Probe, hat sie wie ein kleines Fest organisiert mit allen Kerzen und mit Kuchen und mit Champagner und so weiter. Und dann wurde ich rausgebeten und ich hatte keine Ahnung und dann ist da draußen ist dann alles gedeckt. Also das war sehr, also wirklich sehr nett, ja. Und zum Thema Kollegen eine andere Frage. Große, alte Kollegen, denen Sie begegnet sind, die Ihnen wichtig waren? Ja, da hatte ich natürlich Elisabeth Schwarzkopf und Maria Callas. Aber Maria Callas habe ich nur kennengelernt bei einer Plattenaufnahme. Aber die war wunderbar. Also von irgendeiner, wie soll ich sagen, Tigerin oder was, das ist ja alles, nein, das ist ja alles medienträchtig gewesen. Ich habe einmal gelesen, eine echte Diva muss 7 Erfolge und 7 Skandale in einem Jahr haben. Und das hat sie befolgt. Also die Zeitungen waren voll und die Erfolge waren da und die Skandale waren da. Das ist eine Riesenanstrengung, wissen Sie, das ist, ja. Oh nein. Beides kostet Kräfte. Oh nein, das kostet Kräfte, nein, nein. Und natürlich, sie war entzückend und reizend. Ich weiß noch, wie ich da diese Norma-Aufnahme hatte mit ihr. Und ich habe noch nie Bellini gesungen, also diese ganze Belcanto-Oper, das ist nicht meine Cup of Tea. Ja, nie habe ich das gesungen. Und ich musste das lernen innerhalb von 8 Tagen, weil eine Sängerin krank wurde. Da wurde ich gefragt, ob ich das schnell übernehmen könnte, die Adalgisa. Das habe ich also schnell gelernt und jetzt kam die Frage, wie ist der Stil von diesem Zeug zu singen? Und da sagte die Callas zu mir, wissen Sie was, Sie machen mich einfach nach. Und das war die Schwierigkeit, sie nachzumachen, weil sie ist unnachahmlich. Man kann sie nicht nachmachen, weil sie hat etwas in der Stimme. Ich sage immer, ihre ganze Tragik ihres Lebens liegt in einem Ton. Das ist etwas, also ich höre von ihr ein Rezitativ nur und fange an zu weinen. Was ist das? Also ich habe da irgendein Gefühl für die Frau. Das ist noch nicht mal, die Stimme ist ja gar nicht mal so schön, aber was sie damit macht, ist so fantastisch. Wie sie ein Rezitativ gestaltet, das kann eben keiner. Und wenn man es nachmacht, ist es das auch nicht. Ich habe mit großer Überraschung gelesen, dass auch Sie Lampenfieber kräftig verspürt haben. Ich zitterte nur. Ich zitterte bis in mein hohes Alter. Ich zitterte fürchterlich. Ja. Warum eigentlich? Sie wissen, dass Sie es können. Sie haben es 200 nee. Mal bewiesen. Nee, man weiß nie, dass man es kann. Das ist es eben, man geht immer mit 100 Problemen und man ist ja auch nicht jeden Tag gut bei Stimme. Nicht? Also das hat mir mal der Anton Dermot da gesagt, Christa, du bist dreimal, nein, der hat nur geflüstert, weil er wollte seine Stimme schon. Christa, 3-mal im Jahr bist du sehr gut bei Stimme, aber da hast du nichts zu sehen. Und sonst muss man immer gucken, wo ist meine Stimme. In der Nacht, wenn ich aufwachte, machte ich immer
um zu sehen, ob die Stimme da ist oder nicht. Es ist also, man ist total verblödet. Ja. Und die Teresa Berganz hat mir gesagt, sie hatte einmal eine schwere Operation und sie wacht aus der Narkose auf und macht erst, um zu sehen, ob die Stimme da ist. Wissen Sie, neben Ihnen kann die Welt zugrunde gehen. Ach, da habe ich eine sehr nette Geschichte, muss ich Ihnen erzählen. Weil Sänger sind so wie Pferde mit den Klappen, ja. Mein lieber, alter, leider gestorbener Hund, sehr ruhig, mein lieber gestorbener Laryngologe in New York, war ein alter Wiener Jude, der hieß dort Dr. Rechnitzer. Und er hatte am Tag, wie der Hitler in Wien einmarschiert ist, am 13. März, glaube ich, war das 1938, einen Kantor bei sich und er hatte seine Praxis auf dem Ring. Und er musste seine Fenster verschenken zum Jubeln. Die anderen haben sie verkauft, aber als Jude durfte er nicht verkaufen, sondern nur verschenken. Und da saß ein Kantor hinten und hat zu ihm gesagt, also wissen Sie, Herr Doktor, was ist das? Also das E kann ich singen, das G kann ich singen, das F kann ich nicht singen. Und da sagt er, wissen Sie, was da unten passiert? Da marschiert der Hitler ein, der ist gegen die Juden. Der wird irgendwas Furchtbares mit uns anfangen. Ja, sagt der Kantor, das ist entsetzlich. Aber was ist das? Das E geht, das G geht und das F geht nicht. Da kann neben uns die Welt einstürzen. Wissen Sie, das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist, für meine Stimme, was mir da passiert ist, war Folgendes. Es war die Olympiade in München, 1971. Und ich hatte da war ein Galaabend und ich sollte singen eine Arie und ein Duett von Samson und Dalila mit dem King, mit dem Tenor King. Und ich habe am Abend vorher noch mit dem Karajan in Salzburg das Lied von der Erde gesungen, wunderbar. Ich fahre mit dem Auto bis nach München. Ich habe eine Probe, wunderbar. Wir haben eine Aufnahme von im Radio erst auch gehabt oder für die Platte oder was, für diese Galasache. Alles ging wunderbar. Am Tag der Aufführung von diesem Konzert wache ich morgens auf und bin, Gott, gar nicht mehr. Nicht ein Ton kam raus. Da war eben am Starnberger See ein wunderbarer Arzt, der hieß Dr. Zimmermann und der zweite Arzt, der jüngere war, das war der Dr. Bötte, ich fahre hin. Und da sagt er, ja, ein Stimmband ist ganz rot, es ist Ihnen eine Kapillare auf dem Stimmband geplatzt. Sie können nicht singen. Ja. Also alles voll Blut. Boah. Das war eine furchtbare Zeit und das dauerte ungefähr 2 Jahre. Ich konnte schlafen und es platzte und ich konnte essen und es platzte. Ich habe nicht singen, also ich habe nicht einen Ton von mir gegeben, ich habe alles aufgeschrieben. So. Die Schrift konnte man nicht lesen. Dann fing ich an zu pfeifen. Einmal ist ja und zweimal Nein und so, also das war alles fürchterlich, bis sich das wieder gegeben hat. Und das waren natürlich hormonelle Schwankungen, darüber redet ja auch wieder kein Mensch. Die Frauen, wir kommen alle in unsere berühmte Menopause. Und da die Stimmbänder ganz zusammen sind mit den Hormonen, mit den weiblichen Hormonen, mit den Östrogenen, ist das eben eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und die Stimmbänder sind geschwollen, sie sind wie Glas. Und man kann gar nichts tun, da hilft keine Technik, da hilft gar nichts. Und dann habe ich eben aufgehört, die großen, schweren Partien zu singen, weil ich einfach Angst hatte. Ich hatte Angst, dass mir wieder was platzt, wenn ich diese 2 Stimmbandeln, die ja nicht mehr wie 8 mm sind, dass ich die überanstrenge. Und da fing ich dann an und dann haben die Leute gesagt, na, sie kann nicht mehr singen und das ist alles aus und also das muss man auch überstehen, ja. Ja. Und dann habe ich immerhin noch 20 Jahre weiter gesungen. Also ich meine, es ist nicht so, das kann ich jedem Sänger nur immer sagen, wenn sowas passiert, es ist nicht zu Ende. Trotzdem haben Sie viele überdauert auf der Bühne. Es war wohl auch diese kontrollierte Technik, nehme ich an. Das ist es sicher, ja. Und dann muss ich sagen, als Mezzosopran hat man natürlich ein ungeheures Privileg, weil wir können ja auch alte Frauen singen. Wir sind nicht nur junge Mädchen, nicht wahr? Wie die Soubretten oder die schön aussehenden Soprane, die sind immer schön und immer jung und immer wunderbar. Und wir sind dann nachher, wir sind blind und wir gehen an Stöcken und wir sind alt und wir sterben natürlich, dann die Jungen sterben auch. Aber ich meine, das ist schon ganz schön, nicht? Ich meine, so eine Clytemnestra in Elektra zu singen, ist eine herrliche Rolle. Wunderbare Rolle. Ja.
Sie haben nur keinen Sinn für richtige harmonische Zahlen. 50 Jahre Bühnenjubiläum wäre doch wunderbar gewesen. Ja. Bei 49,5 haben Sie aufgehört. Na, sowas Dummes, ja. Aber Sie haben so aufgehört, wie es Ihre Art ist, mit einer Welttournee von Paris bis Tokio. Ja, also da, ich muss sagen, es haben ja viele Leute darüber gelacht. Aber das war gar nicht so gedacht. Ich wollte eigentlich eine Abschiedstournee machen und habe einen deutschen Manager gefragt, wäre das wohl möglich, dass man sagt, in verschiedenen Städten so. Es war nicht möglich. Das war nicht möglich. Also ich hatte Verträge für 2 oder 3 Jahre, habe ich gesagt, in jeder Stadt, wo ich hingefahren bin, habe ich gesagt, das ist das letzte Mal, dass ich hier singe in dieser Stadt. Und jedes Mal wurde das groß ausgehängt. Und ich kriegte immer so mein Krönchen auf, weil das Publikum hat sich gefreut. Nicht, dass ich nicht mehr singe, hoffe ich, sondern dass sie mich noch einmal hören können. Und ich kriegte immer Standing Ovation und ich kriegte viele Blumen und ich war Gott sei Dank gut bei Stimme. Das war das Schlimmste, nämlich man muss ja dann gut bei Stimme sein. Ja. So. Und dann wurde ich noch also wieder geehrt und so. Das ist wunderbar, also wenn man so unentwegt geehrt wird. Also ich habe zuerst gesagt, das ist mir doch völlig egal, diese Orden und sowas, ich brauche das nicht. Wenn man sie dann bekommt, freut man sich. Also ich habe da so viele solche Dinge und freut mich, ja. Und dann wollte ich mich unbedingt einmal in Ruhe erkälten. Ich wollte einmal in Ruhe einen Schnupfen bekommen. Und dieser 13. Dezember in Wien hat es geschneit. Es war ein irrsinniges Schneetreiben und es war kalt. Und ich habe mir also alles aufgerissen, meine Bluse und alles. Und bin mit offenem Hals bin ich durch die Stadt gelaufen und wollte mich endlich einmal erkälten. Und? Ich habe mich bis heute noch nicht erkältet. Ja. Und es fängt alles im Kopf an, sage ich immer. Also man hat Angst davor und dann bekommt man es auch. Die eben erwähnten Orden und Medaillen und so weiter, ich hatte ja die Hoffnung, Sie würden sie alle anlegen. Und Sie sagten, Sie sähen dann aus wie ein russischer General. Nein, aber eine Ehrung gibt es, glaube ich, die Sie ganz besonders bewegt hat und die ist symbolisiert in dieser silbernen Rose. Ja, das hier ist eine echte Rose, die im Silberbad getaucht wurde. Und die wurde mir überreicht von den Wiener Philharmonikern. Und das sind ganz wenige. Ich weiß nur, dass es die Lucia Popp auch hatte, die silberne Rose. Mhm. Und sonst weiß ich nicht genau, wer sie alle hatte. Und jedenfalls wurde mir das also überreicht, die silberne Rose. Und da war ich ganz gerührt, weil dann plötzlich der Vorstand hat dann erzählt, was ich alles mit ihnen gesungen habe. Ach du lieber Gott, ich wusste das gar nicht so, weil ich mache mir nie Notizen, außer der Winterreise. Das sind Dinge, man kann es nicht beschreiben, wie schön das ist. Das glaube ich. Ja, und das ist schon wert, dass man diesen Beruf gemacht hat, dass man dieses Gefühl erlebt hat, was das überhaupt ist. Und wenn dann noch so große Dirigenten da stehen, ich hatte ja das wahnsinnige Glück, mit den besten Dirigenten meiner Zeit gesungen zu haben. Zuerst war es also Karl Böhm, dann kam Karajan, dann kam, also ich meine auch, ich sage auch Klemperer, Scholti, Marcel, den ich irrsinnig geliebt habe, weil er war ein wunderbarer, also auch für Sänger, also ich mochte ihn wahnsinnig gern. Dann, also schon die Jünger, das ist ja schon jünger, ja? Ja. Dann natürlich, Bernstein auf Anna, ja, das waren meine drei Großen. Mein Mann hat mir 3 Zypressen im Garten gepflanzt. Das waren meine 3 großen Dirigenten. Und die größte Zypresse war der Bernstein. Okay. Weil der Bernstein war eben ein Mensch, der nicht nur Dirigent war, sondern er war ein echtes Genie. Er war ein absolut menschlicher Mensch mit all den Sonnen- und Schattenseiten. Er hat sich interessiert für alles, er war hochgebildet, er hat nie von sich selbst gesprochen, nie. Ich habe nie gehört, dass er sagte, ich habe heute das oder gestern das mit großem Erfolg dirigiert, nie. Sondern er hat höchstens gesagt, wie kann ich das besser machen, da ist mir das passiert. Oder ja, also wirklich wunderbar und dass der nicht mehr ist, das ist also, ja, naja. Die Winterreise haben Sie relativ spät ins Repertoire aufgenommen, 82, glaube ich. Ja. Ich weiß es nicht genau, ich bin immer sehr schwach an Zahlen. Ja, da wurde ich gefragt vom Musikverein in Wien, ob ich die Winterreise singen wolle. Ich war ganz, also ich meine die Winterreise natürlich, ich liebe das Stück, also natürlich.
Ich sage, ja, um Gottes Willen, Esel, es ist doch eine Männersache. Da spricht ein Mann, ja. Ja, und dann habe ich erst den Hans Hotter gefragt, habe gesagt, meinen Sie, ich könnte die Winterreise singen? Und da hat er 2 Minuten nachgedacht und hat gesagt, ja, wenn es einer singen kann als Frau, dann sind Sie das, also singen Sie es. So. Sie haben mir erlaubt, Jahres- und Alterszahlen zu nennen. Ja. Mit 60 haben Sie eine CD mit diesen Liedern gemacht, die einfach unwiderstehlich war ist. War ich schon 60? Ja, gucke mal an. Ja, also der Levine ist nämlich ein wunderbarer Pianist und Begleiter besonders, auch wenn er dirigiert, also in der Oper, wir lieben alle Levine, nicht wahr? Weil er atmet mit, er fühlt mit, er ist wunderbar und er sucht auch immer am Klavier die richtige Qualität des Tones, die passt zu dem Lied oder zu dem Lied. Ja. Ein anderer Anschlag. Und das hat man auch sehr selten. Das letzte Lied hat mich natürlich, ist klar, der Leiermann ist nun mal was ganz Besonderes, dieses Hinübergehen in eine andere Welt eigentlich. Man sagt ja, der Leiermann, das ist der Tod oder so. Ich finde, es ist das ewige Rad des Lebens. Ich sehe das positiver. Ich denke mir, dass was immer willst du meinen Liedern, deine Leier drehen. Die Lieder sind ewig. Und eine Leier ist wie ein Perpetuum mobile, das ist ewig, es ist das ewige Rad des Lebens. Deswegen dachte ich, dass das viel positiver sich endet, dass dieser Zyklus positiver endet, als in den Tod oder in das Nirvana zu gehen oder wie immer man das sagen will. Fast eine asiatische Auffassung vom Tode. Warum nicht? Ja. Ja. Wie stehen Sie zu dem Thema Tod, Sterben? Ach, wissen Sie, ich möchte so gerne an irgendetwas glauben, ja. Und wenn ich das singe, wenn ich diese Lieder singe, also auch die geistlichen Gesänge oder was von Hugo Wolf oder so, dann glaube ich, ja. Also dann glaube ich. Und ich bin fest überzeugt. Und für mich persönlich im privaten Leben glaube ich das alles gar nicht. Es ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite denke ich mir, wie der Bloch gesagt hat, der Mensch muss endlich mal für sich selbst verantwortlich werden und sich selbst Rechenschaft geben, ja, wie man lebt und wie man ist und so. Also als Ihre Mutter im gesegneten Alter von 94 gestorben ist, haben Sie dieses Buch geschrieben und haben Sie ihr gewidmet. Ja, weil ich habe ja meiner Mutter alles zu verdanken. Also nicht nur, dass sie meine Lehrerin war. Und sie hat mir so viel weise Dinge gesagt, dass mit denen ich immer noch lebe. Und es vergeht ja nicht ein Tag, an dem ich nicht sage, die Mama hat gesagt. Oder wenn ich meine Sängerschüler habe, dann sage ich natürlich nicht, die Mama hat gesagt, sondern meine Mutter hat gesagt. Und ich lebe damit, weil sie hat mir auch gesagt, dass das Singen ist ja nun nicht alles. Ist sehr nett in eigener Sache. Also ist das ja auch in eigener Sache. Und Ma voix et moi ist... Es ging nicht zu übersetzen, es war unmöglich. Es ist genauso wie wenn ich, weil ich doch mit der Marschallin, mit den Worten von Hoffmanns, da lebe ich doch eigentlich. Und die Marschallin sagt zum Beispiel, jedes Ding hat seine Zeit. Man kann das nicht übersetzen. Chaque chose a son temps oder everything has his time or its time. Also das passt, das geht nicht, nicht wahr? Also jedenfalls diese Primadonna, manche Leute haben ja gedacht, ich habe es ernst gemeint. Nein, 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 nein. Obwohl ich sagen muss, die Primadonnas haben schon natürlich schon schön, nicht wahr? Die haben immer die schönste Garderobe und früher hatten sie auch als einzige ein Klavier in der Garderobe und ein Sofa. Und ich erinnere mich noch an eine Rosenkavalier-Aufführung in der Mailänder Scala mit der, ach komm ein Ilo, na komm. In der Mailänder Scala war eine Rosenkavalier-Aufführung mit der Elisabeth Schwarzkopf und sie war die Marschallin und ich war Rosenkavalier. Und im letzten Akt, in dem Beisel, wo es ziemlich dunkel ist, da huschte dann immer ein Scheinwerfer an meinem Gesicht vorbei, weil er immer nur die Elisabeth Schwarzkopf als Primadonna verfolgt hat. Ja? Und wir standen alle im Dunkeln. Ja. Also das ist die Primadonna. Ja. Kommt es noch manchmal vor, dass Sie im Schlaf, im echten Schlaf, träumen, wieder auf der Bühne zu stehen? Albträume habe ich, dass ich irgendetwas schnell singen muss und ich kann überhaupt nicht mehr singen. Wie soll ich das machen? Albträume. Nein, ich habe die meisten Träume sind eigentlich die, dass ich auf der Straße stehe in einer fremden Stadt, kein Geld habe und es regnet und ich habe kein Taxi und ich weiß nicht, wie ich zum Bahnhof oder irgendwo hinkomme. Und ich habe vergessen, wie mein Hotel heißt. Diese Art, ja. Das sind immer noch diese Sachen, dass man unentwegt in einer anderen Stadt war, ne? Ja. Sehen Sie, das ist einer meiner Hausbewohner. Ja, dazu haben wir noch ein Kätzchen. Ja.
das sich unter dem Tisch verkrochen hat. Ja. Ja. Letzte Frage. Wenn Sie sich Ihr Leben wie eine Zeitungsseite vorstellen, und jetzt machen Sie mal eine Überschrift. Also als Überschrift über mein Leben? Ja. Also ich könnte eigentlich nur sagen, ich muss dankbar sein, dass ich so ein Glück hatte in meinem Leben. Ich hatte ungeheures Glück. Ich habe immer gesungen zur rechten Zeit vor den rechten Leuten und war gut bei Stimme. Und habe zur rechten Zeit meinen Mann kennengelernt. Wiederum. Also meinen zweiten Mann kennengelernt. Zur rechten Zeit. Und ja, ich weiß nicht, ich bin dankbar, dass ich so viel Glück hatte. Ja, das ist es.